Herzlich willkommen zu Härten im Dialog, heute zum Thema Kultur und Identität. Herr Kitzelkohn, Sie sind ja einer der Härtener, die sich unglaublich intensiv mit Stadtteilgeschichte und Bergbau beschäftigt. Wo kommt eigentlich diese Begeisterung für dieses Thema bei Ihnen her? Ja, ich bin in Härten geboren, war dann lange Zeit in einem Internat, bin dann wieder zurückgekommen, habe eine Lehre gemacht im Bergbau und allerdings in Recklinghausen. Und habe aber immer in Härten gewohnt, bin dann später zur Bundeswehr gegangen und war in ganz Deutschland stationiert. Aber immer wieder hatte ich meinen Punkt hier in Härten und habe dann schließlich auch in Härten geheiratet. Und dadurch, dass ich vielleicht immer wieder weg war, hat mich die Geschichte dieses Ortsteils, da wo ich jetzt lebe, interessiert. Wie hat sich was entwickelt? Was ist da passiert? Warum ist das so passiert? Welche Leute waren die Akteure? Und warum haben die das gemacht? Das sind so Sachen, die mich nicht nur bei der Stadtteilgeschichte oder Stadtgeschichte, sondern auch in der gesamten Politik interessieren. Immer wieder das Interesse, warum machen Leute das? Was treibt sie an? Und da ja so keiner richtig mal aufgeschrieben hat, wie sich denn dieser Ort entwickelt hat, habe ich gedacht, ja, wir müssen irgendwie mal ein paar Leute zusammenkriegen und dann gemeinsam zusammentragen, was da alles so passiert ist. Und das sind teilweise ganz interessante Kleinigkeiten, die da zustande gekommen sind, dass man zum Beispiel um 1910 eine Radfahrkarte brauchte, ja, einen Erlaubnisschein, dass man mit seinem Fahrrad durch die Gegend fahren durfte. Ja. Hat nur 20 Pfennig gekostet, aber war eine Hauptaufgabe der Verwaltung, die auszustellen. Ja. Heute haben wir Blitzer geredet. Ja, heute haben wir Blitzer. Heute nimmt man das Geld anders ab. Ne? Der Schwerpunkt aber Ihrer Arbeit ist ja Schärlebeck. Ist eigentlich Schärlebeck und damit verbunden ist natürlich auch die Geschichte des Bergbaus. Schärlebeck würde ja nicht existieren, wenn man da nicht einen Schacht abgeteuft hätte damals. Und da das miteinander verwoben ist, mache ich sowohl meinen Arbeitskreis Schärlebecker Geschichte als auch im Geschichtskreis Schlegel und Eisen intensiv mit und in noch ein paar anderen Randbedingungen oder Randgruppen, die auch interessant sind. Aber mein Schwerpunkt ist eigentlich Stadtteilgeschichte. Und auch eben hinzugehen, über den Zaun zu schauen. Was war natürlich in Langbochum los? Was ist in Disteln gewesen? Oder was ist in Härten passiert? Da gibt es ja viele Anknüpfungspunkte. Jetzt sagen ja viele, die nächsten Generationen, da wird der Bergbau im Bewusstsein immer ein bisschen weiter zurückgehen. Was glauben Sie oder was ist Ihnen wichtig, dass die nächste und übernächste Generation noch vom Bergbau weiß? Also, was sollte das sein? Also für mich ist ganz wichtig, dass die Leute die Geschichte des Bergbaus kennen, aber auch wissen, wie die Bevölkerung vom Bergbau geprägt ist. Das war ja ein ganz bestimmter Arbeitstyp, der unter Tage da gemalocht hat. Und dieser Zusammenhalt, der unter Tage da war, der hat auch letzten Endes das Miteinander der Leute im Stadtteil geprägt. Ja, okay. Und das gilt es eigentlich so ein bisschen zu erhalten. Und die Leute, wichtig ist immer, dass mein größter Wunsch ist eigentlich immer nur, die Leute zusammenzubringen. Und wenn sie zusammen sind, dann reden sie miteinander. Und dann kann man seine Gedanken austauschen, dann entstehen neue Ideen, was man machen kann. Ach, da gibt es so viele Dinge. Ne? Jetzt kommt die Zukunftsfrage. Nehmen wir mal an, jemand würde Ihnen 1 Million Euro geben, um Ihre Arbeit, die Sie jetzt mit Schwerpunkt Schärlebeck machen, nach vorne zu bringen. Was würden Sie mit dieser 1 Million als erstes machen? Da habe ich einen großen Wunsch, nämlich die Dampfmaschine, die im Maschinenhaus in Schärlebeck steht, wieder in Bewegung zu versetzen. Okay. Das wäre so eine Geschichte, die man machen könnte. Zweite Geschichte vielleicht, dass Härten auch irgendwie so ein Heimatmuseum oder eine Sammlung kriegt. Das ist ja so ein bisschen verloren gegangen. Man hatte ja eine kleine Sammlung in dem alten Stadtarchiv, aber die ist dann aufgelöst worden, weil man das alles, nur das Archiv machen wollte.
Das wäre so eine Geschichte. Und die dritte Geschichte wäre, ich würde auch so ein bisschen dafür sorgen, dass die Orangerie endlich wieder in die Gänge kommt, weil das ist so eine unendliche, traurige Geschichte. Da könnte man so viel rausmachen, dass da das Geld mit Sicherheit gut eingebracht wird. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Gitzel-Kohn. Dankeschön.